Willkommen zum nächsten Part von Pokémons Markt. Wir befinden uns anscheinend gerade hinter dem Fahrradweg und gucken nach außen. JWO Game ist jetzt Level 31. Zeit, dass wir mal ein neues Pokémon bekommen. Okay. Gut. Ich nehme an, wir haben den Fahrradweg jetzt geschafft. Haben wir? Hallo? Ja, scheint so. Sehr schön. Und wie ich sehe, hat Grießbrei auch gemerkt, was ich ihm sagen wollte, nämlich, dass wir ein Fahrrad haben. Wir haben ein Fahrrad. Das finde ich voll cool. Ich mag Fahrräder. Wobei ich jetzt erstmal wieder zurückfahren sollte. Ah, shit. Du willst noch irgendwas zu tun? Ich bin gerade überlegen. Was hat sich denn sonst noch getan? Phil, wir haben 3 Orden. Das heißt, den 4. Lavastadt, glaube ich, war das. Haben wir noch nicht. Der Feuerorden von, wie hieß sie? Flavia oder so? Nee, ganz anders. Oh Gott, ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Naja, das werden wir sehen. Wir haben ja Zeit. Mehr oder weniger. Mal sehen, ob er auch... Hat gebraucht, bis ich sie gefunden habe. Ich werde dich mit meinen Wundern verwirren. Ach, probier's doch. Ich bin sowieso viel besser als du. Ich meine, ich bin Level 31. Kannst du das toppen mit deinem Abra? Mit deinem verdammten Scheiß-Abra, das du nur zu Simsala entwickeln kannst, wenn du Kadabra tauschst? Ja, ja. Gut. Ich will mich gar nicht lange aufhalten. Ich mach schnell eine Glut, das sollte reichen. Und es ist ja jetzt wirklich herrlich, denn es ist einer der... Es ist eine Art Umbruchpart für mich, dieser Part. Der Part 17. Denn, und das ist das Schöne daran. Ach ja, ab jetzt gibt's circa, sagen wir 20 Minuten. Ich kann es nämlich länger hochladen und darauf habe ich schon lange gewartet. Ich habe eigentlich nicht so lange warten müssen. Aber es ist trotzdem mal ganz schön. So, zeig mal an, was gibt's denn hier Neues? Aha. Ich bin hier mit meiner hübschen Juniorpartnerin. Ich muss gut sein. Dann sei mal gut. Zigzags und ein Makuhita. Dagegen haben wir zu setzen Kenny und JWO Game. Setzen wir mal einen netten Schnabel gegen Makuhita und einen Megasauger gegen Zigzags. Makuhita ist schon mal down. Gut so. So mag ich das. Na, ja, das wäre auch zu schön gewesen. Aber ich glaube, damit kann ich auch ganz gut leben. Das ist... Oh, nee. Schnüffler. Wobei die Attacke gar nicht mehr so scheiße ist. Aber sie bringt halt im Moment nichts gegen Kenny. Kenny ist Pflanze. Da kann Zigzags nicht mit viel anfangen. Weil, naja, Schnüffler... Weiß ich nicht, ob ihr das wisst, aber... Die Attacke sorgt ein bisschen dafür, dass man halt Geist-Pokémon zum Beispiel mit Kampf- oder Normalangriffen angreifen kann. Was ja eigentlich nicht geht, weil das ja nicht... Keine Wirkung hat einfach, weil... Dann probiert, stell dir vor, ihr wollt einen Geist hauen. Also, erstmal müsst ihr euch vorstellen, dass es Geister gibt und dann, dass ihr ihn haut. Das interessiert den Geist nicht. Oh, klasse, ich darf hier die ganze, nehme ich an, die Route so ein bisschen erledigen. Ich fange nur wieder an mit diesem Summen. Oh, und wir kämpfen gegen Triathlet Igor mit seinem Dodu. Ich glaube, das Pokémon kann man hier sogar öfter auf der... Route finden. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal eine Glut. Sollte erstmal reichen. Was mich eigentlich schon immer interessiert hat, oder was ich jetzt inzwischen auch wieder merke, oh, ich habe keine Energie mehr. 680 Poké-Dollar geht auch klar. Pokémon müssen stark sein. Ich möchte, dass du mich trainierst. Alles klar, können wir bringen, kein Ding. Pokémon. JW Game Bericht. Was haben wir denn da? Wir haben ein... Ups. Angriff von 61 und ein Spezialangriff von 67. Also ist unser Spezialangriff höher. Gut. Step. Obwohl Doppelkick immer noch. Hallo? Ist das nicht ein Trainer? Hat Grießbrei den schon besiegt? Hallo? Du? Hallo? Ah. Dann werde ich hier noch ein bisschen aufräumen. Nicht wahr?
Und auch die hat wieder ein Dodo. Triathlet Jutta. Ja. Jutta. Weißt du Bescheid? Setzen wir mal nochmal eine Glut. Spezialangriff von 67. Ja, das geht noch. Ist eigentlich ganz okay. Damit kann man zufrieden sein. Ja. Du scheinst ein sehr gutes Training zu haben. Ich würde gerne später wieder gegen dich antreten. Kämpf doch einfach statt wie dumm zu laufen. Das trainiert deine Pokémon nicht. Wenn man Pech hat und das hier ganz dumm timet, diese drei Trainer, kann man drei Einzelkämpfer haben. Aber ich mag das ja persönlich nicht so. Also ich muss ehrlich zugeben, ich kämpfe lieber Doppelkämpfe. Die machen mir einfach irgendwie... Weiß ich nicht, mag ich einfach lieber. Dodo und Medite. Gehen wir mal auf... Nein, hier gehen wir mal auf Glut darauf und hier mit Blitz darauf. Ach, warum denn Blitz? Das ist sowieso egal. Gut. Dann habe ich es genau richtig gemacht. Weil ich habe nämlich damit gerechnet, dass er jetzt Scanner einsetzt. Das macht Medite immer am Anfang. Gut, ich habe nicht damit gerechnet, aber es macht das wirklich immer. Was es eigentlich noch viel trauriger macht, dass ich nicht damit gerechnet habe. Aber was soll's. Eine Stachelspore. Und der Schnabel zieht wieder... Und er ist wieder sehr effektiv, damit der Typ Kampf ist. Das Ganze hatten wir ja schon im zweiten Orden. Da habe ich das ja alles mehr oder weniger erklärt. Wobei ich auch nur drei Trainer am Anfang gemacht habe. Oh Gott. Naja. Ja, dann zeig mal her, was die so für verborgene Kräfte haben. Mythische Künste. Warum können die eigentlich ihren Pokéball schweben lassen? Ich kann mir auch einfach einen Trassler holen und sagen, oh, ich kann jetzt hier Sachen schweben lassen. Das finde ich unfair. Das sollte schon gerechtfertigt sein. Naja, eine Glut, wir sind die Sieger. Haha. Wobei ich ja sagen muss, also ich denke gerade mal so nach, was ist eigentlich so für Starter-Pokémon? Also frag mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich komme gerade drauf, aber mich würde mal interessieren, was eigentlich jetzt euer Gesamtlieblingsstarter ist, weil ich bin so ein bisschen überlegen, was es jetzt so alles für Arten gibt. Ich meine, es gibt jetzt, wir haben ja viel naja gut, wir gehen jetzt einfach mal von den richtigen Pokémon-Editionen aus, das heißt die fünfte Generation ignorieren wir mal. Die war jetzt ja nicht so beliebt. Auch nicht ganz meins. Aber die anderen vier. Also sprich, die in Kanto spielen, die in Johto spielen, die in Höhen spielen und die in Sinnoh spielen. Also Blau und Rot und Gelb und Gold, Silber, Kristall und Rubin, Saphir, Smaragd. Und Diamant, Perl und Platin. Ja, davon einfach nur den Lieblingsstarter. Ruckzucki, Stärke 40 und eine Ersttrefferquote. Oder gegen Schnabel ist aber immerhin Typ Flug, das sollten wir nutzen. Bestimmte Artenvielfalt ist immer praktisch. Ja, es würde mich einfach interessieren. Ich gehe jetzt zwar nicht davon aus, dass ich jetzt die Mords-Kommentare kriegen werde, aber irgendwann antwortet, egal wann, irgendwann ist mir recht. Das ist, auch wenn es irgendwie nach 3 Jahren ist, antwortet mir in 3 Jahren. Von mir aus gerne. Hey, warum nicht? Ja. Ach ja. Nein, okay, Spaß beiseite. Wir zocken weiter. Wir haben gerade den Freak hier besiegt und sind jetzt... War das Lanette? Nein, das war eine Lanette, sag ich schon. Wie hieß denn die? Das war doch auch eine Pokémon-Züchterin. Wie der Typ da hinten hatte 6 Pokémon. Ich glaube sogar relativ viele Wasser-Pokémon. Lydia. Ja, sag ich doch. Wingull. Oder Wingull. Oder Wingull. Ach, kein Plan. Irgendwie sowas. Da lohnt sich Schnabel schon wieder. Haha. Wobei Level 11 jetzt auch nicht so die Herausforderung ist. Meryl, sag ich auch. Wieder Wasser-Pokémon. Was ich komisch finde. Ich finde eigentlich immer Pokémon-Züchter, da brauchen sie eine bestimmte Vielfalt. Auch von den Typen, die sie einsetzen. Und... finde ich schade, dass da jetzt einfach nur so viele Wasser-Pokémon reingehauen haben. Das ist gerade jetzt auch für den Feuerstarter unschön. Wobei auch nicht unmöglich. Goldini, auch Typ Wasser. Wenn wir jetzt noch ein Pflanzen-Pokémon oder so bekommen, kann ich gleich alle 4 Attacken von JWO Game einmal eingesetzt haben. Fände ich ganz gut, muss ich ernsthaft zugeben. Und herrlich. Oh. Als ob ich es geahnt hätte. Aber das habe ich nicht.
Naja, nicht ganz offiziell. Ja, Gottes Willen. Jetzt haben wir alle 4 Attacken eingesetzt und das hat überhaupt nichts geändert, aber wir gewinnen den Kampf, ist jetzt auch nicht so schwer. Kommen jetzt 3 Pflanzen-Pokémon? Hat er die 3 Wasser und 3 Pflanzen? Weil Wingull ist ja Wasserflug. Deshalb zähle ich das so ein bisschen mit zu Wasser. Und Eneko. Nein, Eneko ist cool. Eneko, finde ich, ist ein interessantes Pokémon. Wobei es früher ein bisschen mehr wertgeschätzt wurde. Das habe ich mir auch mal. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. So, will man haben, ist schwach, aber man will es haben. Wobei es nicht mehr wirklich schwach ist. Es kann zigtausend Attacken lernen. Wie eigentlich fast jedes Pokémon. Das, diese Basic-Pokémon, gerade auch sowas wie Bummels oder Letarking, ist ja die letzte Weiterentwicklung von Bummels. Die holen sich dann nochmal die richtigen Attacken, sowas wie Power Punch oder Schockwelle. Weiß ich nicht, die sind dann. Oder Wuchtschlag. Ich freue mich, einen so hervorragenden Trainer wie dich getroffen zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich nicht. Nein, jetzt habe ich ihre Nummer. Scheiße. Und damit sind wir in Wiesenflur. Wo ist denn der Typ, der mir sagt, wie sehr ich meine Pokémon liebe? Oder die Frau. Hier, du. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es scheint sehr glücklich zu sein. Es mag dich wirklich sehr. Oh yeah. Du, 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 du. Moment mal, was war denn? Welches Pokémon fehlt denn hier? Hier fehlt doch eins, oder nicht? Pim, Grießbrei, Fluffy und Kenny. Kill habe ich ja abgegeben, ich erinnere mich. Hallo, Heiko. Ich habe gegen dich verloren, Phil. Aber das betrübt mich nicht. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trassler mache ich mich auf die Arenen herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Behalte mich ruhig im Auge, Phil. Bald bin ich stärker als du. Und dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Wird tatsächlich passieren. Onkel, oh, Phil. Du findest Heiko nebenan. Aber es gibt etwas, was ich dir sagen möchte. Diese natürliche Umgebung hat Wunder gewirkt bei Heikos Gesundheit. Und nicht nur die natürliche Umgebung. Ich denke, auch die Freundschaft zu dem Pokémon hat ihm geholfen. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er gräbt ununterbrochen einen Tunnel, damit er meine Tochter ist etwas besorgt. Und deswegen... gut, dass ich hier vorbeigekommen bin. Dann können wir nämlich gleich mal... Schaumbeutel. Wir müssten ja jetzt eigentlich die VM Zertrümmerer bekommen haben. Vom Zertrümmerer, genau, der Grießbrei ja irgendwann mal geholt. Die bringen wir jetzt nochmal gleich Grießbrei bei. Ist mir lade. Ach, hau Jaula weg. Auch eh keine Sau. Grießbrei lernt Zertrümmerer. Das finde ich gut. Denn den Zertrümmerer brauchen wir, um uns gleich mal die nächste VM zu sichern. Du, 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 du. Erkennt jemand den Tunnel schon wieder? Wahrscheinlich ist es schwer, da wurde gerade der Name angezeigt. Das ist wieder dieser Metallflurtunnel. So hieß er doch. Ja. Und, naja, ja, ist einfach schlicht dafür da, dass man da jetzt die VM sich gönnen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, Kriegspreispart müsste das gewesen sein. Ich glaube, ich war das nicht. Bin ich damals hier gewesen? Nee, ich durfte ja nicht. Nein, Spaß. Auf jeden Fall müsste Grießbrei ein paar gesehen haben, wo auch diese Steine gewesen sein müssen, die man zertrümmern kann. Und naja, ich finde es unhöflich, die zu sehen und dann nicht zu helfen. Deshalb werden wir dort gleich mal einen kleinen Besuch abstatten, den Leuten. Und mal dafür sorgen, dass sie sich wieder in die Arme fallen können. Hat ja auch gerade die Tante von Heiko gesagt, dass ihre Tochter, das ist das Mädchen von den beiden, einen ganz energetischen Freund hat, das ist der Typ von den beiden. Und der ganz viel gräbt, der aber im Moment nicht weiterkommt und er sie unbedingt umarmen möchte. Wir erreichen schon Level 33, nicht schlecht. Okay, zeig mal an. Wir gehen weiter und hier haben wir ein Idee. Nein! Das ist so deprimierend. Hier könnte Fluffy gewinnen. Die sind Level 6, die sind schwach. Und nicht sozusagen schwul. Sie sind pink. Aber das heißt ja nicht, dass sie schwul sind. Nur, dass sie pink sind. Oder zart rosa. Oder lila.
oder angehaucht violett. Kein Plan. Kriegspreis setzt der Trümmer rein und boom. Und wow, du hast den Felsen, der den Weg blockiert, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich. Und daher möchte ich dir diese VM geben. Meine Stimme wird immer kratzen. Oh Gott. VM4. Diese VM enthält Stärke. Wenn ein kräftiges Pokémon diese VM lernt, ist es in der Lage, sogar die schwersten Felsen zu bewegen. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Ach, das war ihr Haus. Das ist wunderbar. Ach du Scheiße, der Spast. Oh nein. Bitte geh jetzt nicht mit mir nach Hause, aber ich muss, sonst haut er mich noch vielleicht. Oh nein, so wie der aussieht. Sieht echt aus, als hätte er ein winziges Hirn. Oh nein. Was ich lustig finde, dass man sie immer noch fluchen hat, obwohl sie schon längst aus der Höhle raus sind. Aber naja. Flucht, du bist entkommen. Ich merke gerade, in diesem Part habe ich fast nichts geschafft. Wir haben eine Route beendet. Ja, geil. Wobei ich eigentlich noch ja... So. Come on. Flummel wurde besiegt. Damit bin ich ganz... Flummel wurde gar nicht besiegt. Wir konnten einfach nur fliehen. So, hier haben wir auch nochmal einen Gang. Hier wird es später eventuell nochmal wichtig, weil hier so eine Kleinigkeit auftauchen kann. Eine kleine Höhle. Aber das sage ich noch nicht. Wobei das wahrscheinlich sowieso jeder wissen wird mit dem legendären Pokémon. Ach ja, das war das. Also hier kann man ein Schattenglas finden, ein Dunkelglas. Dafür muss man nur seinen Kopf ein bisschen anstrengen. Und wir haben irgendein Zeichen irgendwo da. Hallo? Probieren wir es nochmal. Detektor. Bling, bling, bling. Irgendwo da. Aha, Schattenglas. Gut, der Typ hatte mir gerade gesagt, dass er seine Brille verloren hat. Vielleicht meint er das Schattenglas. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Deine Brille. Darf ich sie mal kurz ausprobieren? Hm, das ist ein Schattenglas. Das habe ich nicht gesucht. Vielleicht ist meine Brille gar nicht hier zu finden. Dup-di-du. Okay. Cool. Damit je haben wir jeden Tag eine gute Tat vollbracht. Yeah. Komm, 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 kein Kampf. Ja. Wird mal wieder Zeit, dass wir Fahrrad fahren. Oh yeah. Ich bin diese Route schon so oft lang gefahren, ich konnte die früher immer ohne Probleme fahren. Lass es zeigen mal an. Wie geht's in meinem Pokémon? Wo wurde hier noch eins abgegeben? Kann das sein? Deinen Pokémon? Ah, okay. Gut, dann muss er vielleicht hier irgendwie eins auf dem PC abgelagert haben. Box 1. Hä, hey, aber da fehlt doch irgendwas. Wir hatten noch nicht nur 5 Pokémon, oder? Hä? Ich komme gerade voll nicht drauf klar da, oder? Und hatten wir nur 5? Ich weiß es nicht. Na dann. Würde ich sagen, geht's mal hier weiter auf Route 111. Ich glaube, ich übernehme noch einen Kampf und ab da wird dann Grießbrei weitermachen. Ich möchte ja nicht ihm alles wegnehmen. Zeigt mir, wie aufregend das Leben sein kann. Ich bin aufregend. Haha. Aber nicht dein Leben. Haha. Forever alone. Haha. Okay, Spaß beiseite. Ich möchte mir auch noch bald mal mein Teammitglied holen, aber es dauert immer noch so lange. Ach so, das passt ja voll gut. Megasaugglut auf Roselia. Sehr effektiv. Und nicht nur das, denn es geht weiter mit einem Megasauger von Kenny auf Sandern, was ebenfalls sehr effektiv ist und Step hat. Und es ist auch noch ein Volltreffer, also ist nicht Schaden, Mann. Was war das? Die Attacke kriegt also plus 10% für dieses Step, dafür, dass es der Typ ist, den das Pokémon auch hat. Und dann kann man sogar noch weitergehen und sagen, es ist sehr effektiv, aber nur einfach. Das heißt, es kriegt, glaube ich, einen Wert von mal 2. Und den Wert nochmal mal 2 genommen, weil es ein Volltreffer war. Das ist, als wäre es doppelt effektiv. Gut, dann
Sollte ich kurz heilen gehen wegen Attacken und so. Ja, cool, danke. Hui! Hui! Alles klar, hier werde ich speichern. Ach, herrlich, wie schnell das geht mit der Speed-Taste. Und ich würde sagen, damit ist der Part beendet. Im nächsten Part wird wieder Griesbrei übernehmen auf seinem Kanal, The Griesbrei LP. Und damit verabschiede ich mich.